Hallo Community, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Frank the Tank von Streetlights und Roller.com. Heute habe ich mal was für die Viertaktfahrer unter euch mitgebracht und zwar den Leowins HM Titan. Dieser Auspuff passt auf den meisten Fahrzeugen mit GY6 Motoren wie Rex, wie Bautian, wie Benzu oder zum Beispiel diversen Kymco Modellen. In diesem Video werden wir den Auspuff einmal zusammen auspacken und schauen uns erstmal den Lieferumfang an. Und dann können wir noch ein wenig über den Auspuff sprechen. So, ich werde das Ganze hier einfach mal öffnen. Viele von euch möchten ja immer wissen, was ist denn hier alles im Lieferumfang? Hat der Auspuff eine Zulassung? Darf ich den legal im Straßenverkehr fahren? Und wie ist denn der Sound? Deswegen öffne ich das Ganze jetzt hier einmal. Das kommt alles in einer schönen Leowins Box. Gut gepolstert. Hier haben wir einmal die Papiere. Ja, zu den Papieren gehört, ich öffne das Ganze mal eben hier. Kleine Sekunde. So, wir öffnen das mal. Und zwar, zu den Papieren ist einmal eine Plakette. Die könnt ihr im Helmfach legen. Und da steht schon mal ein E-Prüfzeichen drauf. Was heißt ein E-Prüfzeichen? Genau, ihr dürft diesen Auspuff ganz legal im Straßenverkehr fahren. Dazu ist dann noch mein Heftchen. Auch hier stehen dann noch mal die Zertifikate und diverse Abstimmmöglichkeiten und so weiter und Informationen über den Auspuff. Ja, jetzt wird das Ganze sehr interessant. Erstmal ist der Auspuff zweigeteilt. Ich packe das Ganze natürlich einmal aus. Wir wollen uns das ja alles vernünftig hier anschauen. Unboxing heißt ja immer live auspacken. So. Als allererstes haben wir hier einmal den Krümmer. Ja, der Krümmer, der Auspuff besteht aus zwei Teilen, einmal den Krümmer und natürlich den Endschalldämpfer. Hier oben ist natürlich wieder eine rote Folie und wenn wir diese rote Folie abmachen, was sehen wir da? Tada, eine Drossel. Die Drossel ist hier oben und zwar bei dieser Variante mit einem Schweißpunkt angeheftet. Ich muss natürlich erwähnen, wenn ihr die Drossel entfernt, was passiert dann? Genau, dann dürft ihr den Auspuff natürlich im Straßenverkehr nicht mehr bewegen, sondern ist rein nur noch für Events. Muss erwähnt werden, ja, dann erlischt die Betriebserlaubnis. Des Weiteren haben wir dann hier noch ein Tütchen mit einer Halterung. Auch hier wirklich mit einem Gummi noch dabei. Das nicht einfach, dass ihr die pure Metallhalterung an euren Auspuff dran macht, dann verkratzt er nicht, weil ihr werdet gleich sehen, der ist ja auch schön Aluminiummaterial und deswegen ist hier auch nochmal ein Gummi dabei, die Abstandshülse und die Schräubchen. Lassen wir jetzt mal eingepackt. Ja, und jetzt widmen wir uns erstmal dem Herzstück. Das Herzstück ist nämlich, knistert hier ein bisschen arg laut. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das Ganze im Video. Und zwar hier ist das, was mir am meisten an diesem Auspuff gefällt. Ich öffne das Ganze mal. Wieder mein Messerchen nehmen. Ich tue mal den Karton zur Seite. Wir haben ja jetzt alles rausgeholt. So, und zwar haben wir hier den wunderschönen, also ich finde ihn wunderschön, Endschalldämpfer. Und jetzt guckt euch das Gerät an. Ja, noch eine Tüte verpackt. Also verpacken können die sehr gut bei Leowins. Und zwar tada. Hier haben wir einmal den Endschalldämpfer, Freunde. Das Ding sieht einfach so edel aus. Ja? Hier schön mit Laser eingraviert, Leowins. Und das Ding ist einfach wirklich, wirklich edel. Hier habt ihr dann noch eine Dichtung hinten am Endschalldämpfer dran. An den Endschalldämpfer kommt dann dieser Flansch hier. Dieser Flansch wird hinten noch drauf geschraubt. Dann kommt da der Krümmer natürlich drauf. Und das Ganze ist auch noch mit einer Feder aufgehangen. Das heißt, nicht wie bei günstigen Auspuffanlagen, die dann durch Vibration brechen, was ja bei den Viertaktrollern auch sehr, sehr oft passiert. Sondern hier ist wirklich auch, wird die Schwingung etwas abgefedert. Ja, zu dem Endschalldämpfer gibt es nicht nur zu sagen, dass der einfach richtig gut aussieht, sondern meine Meinung, es gibt keinen geileren Auspuff mit einem geileren Sound auf einem 50 Kubik Viertaktroller als dieses Modell. Der Leowins HM Titan, der macht einfach wirklich einen richtig, richtig guten Sound. Auch wenn er gedrosselt ist. Das hört sich einfach wirklich an, als würdest du mit so einer Enduro um die Ecke kommen. Ja? Und wenn du das Ganze natürlich auch noch entdrosselt hast, was du natürlich im Straßenverkehr nicht darfst, dann hast du einen Sound, da jeder denkt, du kommst da wirklich mit einem 250er Roller um die Ecke oder noch größer. Also wirklich richtig, richtig mega geiler Sound. Ihr müsst ihr euch unbedingt geben, ja, also wenn ihr einen Viertaktauspuff sucht, wirklich was Spezielles, dann Leowins HM Titan. So, dazu gehört dann natürlich noch, ihr müsst ja den Auspuff auch am Motorblock befestigen, ja. Dazu gehört natürlich nochmal der ganze Schraubensatz. Die Halterung haben wir hier noch dabei. Ganz wichtig auch
Ein Quetschring, also eine Auspuffdichtung, ist im Lieferumfang schon enthalten. Braucht ihr nicht extra zu kaufen. Und natürlich die ganzen Schrauben, Abstandshülsen und natürlich auch die Feder für den Krümmer an den Endschalldämpfer, auf der natürlich auch extra nochmal Lewins draufsteht. Und für alle Leute, die diesen Auspuff dann noch montieren und gerade wenn sie ihn auch entdrosselt montieren, gibt es nochmal 3 Kupplungsfedern dabei. Ja, die sind etwas verstärkt, verändern das Einkuppelverhalten und die sind auch im Lieferumfang. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich kenne kaum einen Hersteller, der wirklich so eine Qualität liefert, so gut verpackt und noch mit so viel Zubehör als Lewins. Und da muss man das Ganze wirklich loben für den Kurs. Und ich werde den unten in der Videobeschreibung verlinken. Kann ich euch wirklich sagen, werdet ihr keinen besseren Auspuff finden für eure Fahrzeuge mit einem GY6 Motor oder halt sprich 139 QMB. Schaut einfach in eure Papiere, aber meistens die meisten China-Roller, die wirklich durch die Gegend fahren oder halt Koreaner, Japaner, was alles so auf der Straße rumfährt, mit den 139 QMB Motor oder auch GY6 genannt, dort passt dieser Auspuff. Ja? Also, ich hoffe, ich habe euch das Produkt einfach mal gezeigt. Wir können es ja noch mal so grob zusammenstecken, wenn ihr möchtet. Wir verlängern das Video einfach mal. Wer nicht mehr zuschauen möchte, kann ja abschalten. Und das Ganze funktioniert dann so. Wir versuchen das jetzt mal hier im Video zu demonstrieren. Wir stecken den jetzt mal hier zusammen. Ihr nehmt dann erstmal den Endschalldämpfer, macht hier die ganzen Schrauben runter. So. Wir schrauben den natürlich jetzt nicht komplett richtig zusammen. Jetzt müssen wir einfach mal schauen. So rum sollte das Ganze natürlich, glaube ich, drankommen. Ich gucke. Nein. Also, hier unten für die Federaufnahme nach unten. Der Auspuff ist natürlich so rum. Ja, ihr habt das hinter ganz so rum. Das Ganze dann nach unten. Dann wieder die Schrauben montieren. Machen wir jetzt einfach mal grob hier dran. So, in unserem Falle machen wir es jetzt ohne Unterlegscheiben, weil ich halt jetzt kein Werkzeug hier habe. Ich muss ihn ja gleich wieder verpacken. So, wird das Ganze so zusammengeschraubt. Ich zeige euch dann nochmal, wie das Ganze im Ganzen aussieht. So, hier auch nochmal grob dran schrauben jetzt, damit ihr nochmal eine Gesamtübersicht habt, wie das Ganze aussieht, wenn es komplett montiert ist. So, wenn ihr den Auspuff dann, den Endschalldämpfer so vorbereitet habt, kommt natürlich hier noch gleich der Krümmer dran. Wir schauen uns das Ganze hier mal an. So. So sieht das Ganze dann bei euch hinter dran. Hier unten wird dann noch die Feder eingehakt. Dafür haben wir extra noch ein Federspannerwerkzeug. Manche machen es mit Schraubenzieher. Ist aber blöd, wenn man abrutscht. Ich werde euch das Federspannwerkzeug, kostet nicht viel, kriegt man auch einen gewissen Bestellwert bei Streetlights zum Beispiel im Shop auch gratis dabei. So sieht das Ganze dann aus. So müsst ihr euch das vorstellen. So ist dann euer Roller montiert und das sieht wirklich, wirklich mega sexy aus. Und diese hier unten im Krümmer ist dann auch nochmal, ich hoffe, man sieht es jetzt in der Kamera, das E-Prüfzeichen eingestanzt. Und für alle Leute, die es noch auf den Endschalldämpfer haben möchten, können ja diese silberne Plakette entweder auf ihren Endschalldämpfer kleben. Ich würde es aber besser, glaube ich gesagt, im Helmfach kleben. Und ihr habt ja hier auch noch das Heftchen, wenn irgendjemand behauptet, hey, der Endschalldämpfer gehört ja gar nicht zu dem Krümmer, habt ihr ja zur Sicherheit noch dieses Heftchen dabei. Und hier stehen auch ein paar Fahrzeuge drauf. Ich lese die mal vor. Hier zum Beispiel Kymco Agility, Rex 50 QT, Xing Quai 50 QT, Kymco Agility, Kymco People, Kymco La Poste, Kymco Agility, Jager, Kymco Jager, Kymco Super 8 und viele, viele mehr. Also sie passen auch wirklich auf jeden China, Benzu, Boatian, Roller und so weiter. Ja, Freunde, wenn ihr einen geilen Auspuff sucht und gerade im Viertaktbereich, Lewinsky HM Titan. Und an alle Leute, die ab jetzt das YouTube-Video in den ersten 48 Stunden kommentieren, gibt es ab sofort jetzt immer unter allen Kommentaren nochmal eine Streetlights-Cappy zu gewinnen. Und wir werden unter dem Kommentar denjenigen benachrichtigen, der dieses Cap dann gewonnen hat. In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video und ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao.